Tja, ja. Alle Mühen umsonst. Ich finde, das riecht total auf, wenn man irgendein Pokémon mit, ja, macht ein Lichtschild, ich greife Inuflügel schon. Wenn man ein Pokémon super runterknüppelt und es dann einfach Erholung einsetzt und das Ganze ist für den Arsch. Also im Player vs. Player Spiel, wenn man wirklich mit selbst super hochgezüchteten Pokémon gegeneinander kämpft, ist das wirklich fies, wenn dann einfach so ein richtig bulkiges Pokémon vor einem steht, was zwar nicht viel austeilt, aber richtig viel einsteckt. Man hat es fast klein gekriegt und dann setzt es Attacke wie Erholung ein. Und alles ist umsonst gewesen. Richtig mies. Gegen dich haben wir schon. Ja. Dann ist ja nur noch dieser komische Schwimmer da übrig. Und ja. Na. Überheilen, ich übertrank. Ich übertreibe schon wieder. So. Wie viele Risikodeckel haben wir eigentlich noch? Die Mar... was? Das maritime Leben hier sagt mir zu. Deswegen gammelst du im Wasser rum. Tobias! Ach sowas. Mit einem Gwabuzi. 4 Stück noch. Spätestens. Oh Gott. Bauchtrommel ist eine sehr gefährliche Attacke. Aber auch eine super Attacke für Pokémon wie Relaxo. Denn man weiß nicht, war verdreifachen oder zweieinhalbfachen? Wie noch sei. Man steigert seinen Angriff sowas von enorm. Für die Hälfte seiner KP. Und so ein heaviges Pokémon wie Po, also wie Relaxo, das eh trotzdem noch über sehr viel KP verfügt und sehr bulky ist und dementsprechend immer noch um bestimmt noch eine Attacke einstecken kann, setzt dann einfach nochmal Erholung ein, wartet 2 Runden ab und kloppt dann einfach alles nieder. Das ist so heftig. Bauchtrommel. Geile Attacke. Auch wenn sie halt ein bisschen selbstzerstörerisch ist, weil man die Hälfte der KP verliert. Aber das sagt man auch von früh. So, ich sollte nicht so viel mit Reden verschwenden, während ich die ganzen Pokémon auch nebenbei verknüppeln kann. So. Oh nein, eine Barriere! Wir werden dich trotzdem schlagen. Denn das ist ein Risikodeckel. Auch wenn es ein Volltreffer war. Oder gerade deshalb, als es ein Volltreffer war. Da Volltreffer einfach sowas von enorm unfair sind. Nicht nur, dass sie den doppelten oder anderthalbfachen, entweder eins von beiden, ich glaube anderthalbfachen, ja, müsste anderthalbfacher Schaden sein, verursachen. Nein! Nein! Nicht mal das! Sie ignorieren auch noch Verteidigungs- und Spezialverteidigungsbuffs und gehen einfach prompt durch. Einfach so durch. Deshalb ist es richtig unfair. Habe ich ja mal bei, wem war das? Bei Aerodactyl gegen unseren Konga gehabt. Da haben wir es ja uns ja so hochgeprotzt, dass der ein Flügelschlag nicht mehr genug Schaden gemacht hätte. Aber bei einem Volltreffer wären wir total im Arsch gewesen, weil die ganze Verteidigungsbuffs durch Protzer einfach ignoriert werden würden. Und das wäre unser einziger Scharmützel gewesen. So. Wo sind wir denn hier gelandet jetzt? Hier ist bestimmt Kea oder wie hieß. Verlorene Höhle. Bin mal gespannt. Oh Gott. Nein, was? Oh Gott, oh Gott. So eine Höhle ist das. Ich hoffe nicht, hast du nur Kampf-Pokémon. Die Steine sind nicht so nice. Oh, gar kein Wanderer, es ist ein Ruinenmaniac und er ist Wolfgang und hat trotzdem Kampf Steinpokémon. Oh Mann. Wird ein Risikodeckel ausreichen?
Nein. Hätte mal ausgereicht, wenn es nicht sehr effektiv gewesen wäre. Scheiß drauf. Hunger darf ran. Oh, dämme uns so oft du willst. Du bist eh platt. Da, 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 da. Keywalk. Ja, oder mach so. Können Sie nicht erwarten, dass du einen 10-Level stärkeren Pokémon mit einer Finale, nicht mal die stärkere Explosion, sondern nur eine billige Finale, besiegen tust. Na. Wobei ich Explosion sehr schätze. Ich mag Explosion. Denn, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber in Mehrfachkämpfen ist Explosion einfach sowas von episch. Habe ich, glaube ich, schon erzählt. Dass man einfach zwei Geister um sich herum verscharrt oder einen Geist-Pokémon und einen Pokémon mit Schutz hält und dann einfach Explosion macht und dann sind, also bei Dreierkämpfen zum Beispiel, dann sind wir schon mal die Hälfte der gegnerischen Pokémon weg. Weg. Wir sagen, das ist ein Stahl-Pokémon, ebenfalls ein Geist oder ein Typ, der ahnt, dass man eine Explosion einsetzt. Gehen wir mal links. Und während er das sagte, ging er rechts. Ich gehe mal immer rechts. Oh, guck mal, wer ist da schon wieder? Ah, ist auch falsch. Links war richtig. Und Item. Lachsrauch. Links. Oben. Rechts. Andersrum. Rechts, oben, links. Mann, ist falsch. Rechts, oben, rechts, rechts, oben, unten. Ah, guck mal. Rechts, oben, unten. Ich nehme mal auf, wenn ich gegen diesen Psycho kämpfen muss. Rechts, oben, unten. Natu. Ja, Mist. Na, 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 na. Natu sah eine Attacke voraus. Also bevor diese eintrifft, bist du schon besiegt und dein ganzes Team gleich auch mit. Noch ein... Ah, noch drei Natu. Das könnte knapp werden. Und noch ein Zatu. Wäre auch ein bisschen blöd gelaufen, wenn man nur Natus... Ah, oh. Wenn man nur Natus einsetzt und dann kein Zatu kommt. Eine lohe Kanonade, weil ich es kann. Ganz einfach. Wenn du nicht den richtigen Tunnel erwischt, kommst du nie voran. Das stimmt. Jo. Du musst mal links, rechts. Das ist falsch. Rechts. Oben. Unten. Links. Verdammt. Rechts. Ach, Quatsch. Rechts. Hitschi! Gesundheit. Oben. Unten. Wieder unten. Ah, sogar richtig. Kurz aufschreiben. Links. Ach, verdammt. Rechts. Oben. Unten. Unten.
Nochmal unten. Verdammt. Rechts. Oben. Unten. Unten. Oben. Mann! Rechts. Oben. Unten. Unten. Rechts. So. Links. Ah, cool. Oben. Mist. Verdammt. Rechts. Oben. Unten. Unten. Rechts. Links. Ach, verdammt, das war links, rechts. Scheiße. Ich komme schon mit den Seiten durcheinander. Also oben, unten, unten. Jetzt kommt rechts, dann kommt links. Dann wieder rechts. Verdammt! Rechts, oben, unten, unten, rechts, links. Links ist rechts, oben, unten, unten, rechts, links, unten. Oben. Mist. Rechts. Oben. Unten. Unten. Rechts. Links. Unten. Oben. Mist. Ich glaube, ich habe gerade schon oben ausgewählt. Rechts. Oben. Unten. Unten. Rechts. Links. Unten. Links. Ja. Sonderbonbon. Aber es war's noch nicht, oder? Ach, die Felsen! Ich versuche hier herauszufinden. Dann gehe ich mal von aus, dass... Ja. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Dann ist... 3 rechts und 2, 3, 12 ist oben. Sechs ist unten. Na, stützt du die These? Ja, 6 ist unten. Sind es wieder 3 rechts und 9 ist links. Jetzt sind das wieder 6, das war unten. Dann sind es 3, also rechts. Und hier sind es 12, also oben. Und wer ist hier? Was? Hast du mit mir vor? Ganz ruhig, Lady Kea. Jetzt nur Billy Cut. Oh, das gibt viel Knete. Das gibt sehr, sehr viel Knete. Und wir haben Poe immer noch vorne, verdammt. Nein, ein Biss. Aua. Donnerblitz. Oh. Ja, Folterknecht. Folterknechte mich bloß. Das war ohne Weiß. Hm.
So. Na. 777, cool. Noch ein Stabilikat. War, glaube ich, ihr letztes, ne? So. Oh, ich habe Angst. Nee, ich hatte Angst. Du wolltest mir wehtun. Wollte ich gar nicht.